super schneller und mega leckerer Erdbeerlimes aus dem Thermomix. Hi, hier ist wieder Desi aus der Mein Zaubertopf-Küche und wir haben heute etwas zu feiern und möchten uns natürlich auch bei dir bedanken, denn wir sind 75.000 YouTube-Abonnenten und deswegen lasse ich jetzt hier Konfetti für dich regnen. Und natürlich machen wir auch noch mega schnellen und mega leckeren Erdbeerlimes, damit wir auch anstoßen können. Also, alles, was du dafür brauchst, ist frische Erdbeeren, Zucker, Zitronensaft, Korn oder Wodka und ein bisschen Wasser. Und ich sag dir, das Rezept ist mega schnell. Das komplette Rezept zum Nachlesen findest du wieder in der Beschreibung. Und ich würde sagen, wir starten, damit wir gleich zusammen anstoßen können. Also mach es auch gerne gleich schon am Bildschirm mit. Als erstes gebe ich den Zucker in den Mixtopf und pulverisiere das Ganze. Und zwar 15 Sekunden auf Stufe 10. Wer das vermeiden möchte, dass der Thermomix ein bisschen dabei einstaubt, kann beim Zuckermahlen oder Pulverisieren einfach ein Stück Küchenkrepp zwischen Deckel und Mixtopf Deckel oben rauf geben. Also hier zwischen dem Messbecher und Deckel. Und dann stelle ich das Ganze jetzt einmal ein, und zwar 15 Sekunden auf Stufe 10. Und solltest du unseren Kanal noch nicht abonniert haben, abonniere am besten direkt unseren Kanal und drück die Glocke, denn wir haben hier wirklich jede Woche super schöne Rezepte für den Thermomix und auch immer wieder mit tollen Tipps und Tricks. Und ich glaube, ich beschließe das jetzt einfach mal ganz spontan und ich hoffe, das ist für unseren Chef okay, dass wir hier auch noch was verlosen. Und ich zeige dir auch mal was. Ich habe hier einfach unser neues Kochbuch und zwar Familienlieblinge. Das sind die besten Familienrezepte für den Thermomix. Und alle, die heute kommentieren oder uns ein Herzchen hier drunter lassen, die nehmen automatisch an der Verlosung teil und wir verlosen das Ganze denn und schreiben dich an, solltest du gewonnen haben. Und ich würde einfach sagen, wir verlosen das ganze Buch einfach dreimal. Also, dabei sein lohnt sich auf jeden Fall. Und wir machen hier weiter mit dem Erdbeerlimes. Und dafür brauche ich jetzt nochmal Erdbeeren. Da ja gerade Erdbeersaison ist, habe ich frische Erdbeeren. Wenn es aber keine Erdbeersaison ist, kannst du das auf jeden Fall auch super gut mit Tiefkühlerdbeeren machen. So, die Erdbeeren kommen rein. Wenn das wirklich große Erdbeeren sind, kannst du die halbieren. Kleine können einfach im Ganzen bleiben. Und das Ganze wird jetzt nochmal 30 Sekunden auf Stufe 10 püriert. Und jetzt ist unser Rezept schon fast fertig. Ich habe ja gesagt, das ist ein super schnelles Rezept und das ist es auch wirklich. Jetzt gebe ich noch Zitronensaft dazu. Dann kommt Wasser noch hinzu und Wodka. Statt Wodka könntest du auch einen hellen Rum nehmen oder Korn, das geht auch. Und schreib doch mal in die Kommentare, womit du am liebsten dein Erdbeerlimes trinkst. So, ich räume das hier eben kurz weg. Und dann wird das Ganze auch noch mal 30 Sekunden auf Stufe 6 püriert. Unser Erdbeerlimes ist schon fertig. Das hat ja jetzt keine 2 Minuten gedauert. Und ich sag's dir, der ist so, so lecker. Ich fülle das Ganze jetzt um. Ich habe mir hier schon Flaschen vorbereitet. Wichtig dabei ist wirklich, dass die ausgekocht sind. Und das kannst du übrigens auch ganz einfach mit dem Varoma machen. Guck dir einfach mal unsere Varoma-Folge dazu an. Wir blenden die hier einfach nochmal ein, weil damit sind die garantiert sauber und dann hält nämlich der Likör länger. Überhaupt zur Haltbarkeit, wenn du die ungeöffnet, also jetzt gleich verschließen und in den Kühlschrank, hält der Erdbeerlimes sich tatsächlich mehrere Wochen. Ich kann dir aber sagen, also wenn er offen ist, nur ein paar Tage verwenden. Aber ich sag's dir sowieso, der ist so lecker. Der hält keinen Abend, insbesondere nicht, wenn du einen Mädelsabend machst. So, ich fülle das um. Wie gesagt, die Flaschen sind ausgekocht vorher und du solltest den auch trocken und kühl lagern. Also den würde ich sogar am besten in den Kühlschrank stellen. So, dann habe ich hier noch ein paar kleine Flaschen. Die verteile ich hier gleich an unser komplettes YouTube-Team, denn wir haben ja alle was zu feiern, weil wir freuen uns so mega doll über 75.000 Abonnenten. Und ich hoffe, dass wir dieses Jahr auf jeden Fall noch die 100.000 knacken. Also helft mir dabei, weil bei 50.000 musste unser Chef uns ja hier allen schon ein Essen ausgeben. Und ich glaube, bei 100.000 muss er das auf jeden Fall wieder machen. Also klickt ordentlich auf den Abonnieren-Button. Und übrigens kannst du Erdbeerlimes nicht nur pur trinken. Super lecker ist das auch, wenn du es auf Eiswürfel machst oder mit Sekt oder Mineralwasser auffüllst. Und wenn Kinder dabei sind, die auch mit feiern wollen, die dürfen natürlich kein Wodka oder Korn trinken,
dann lässt du das einfach weg und füllst es ganz einfach nur mit ein bisschen Saft auf. Aber heute ist hier Erwachsenenparty. Ach, die Flasche ist nicht mehr ganz voll. Aber du siehst schon, es ist auf jeden Fall eine ordentliche Menge. Und ich hole mir jetzt mal schnell das Glas zum Anstoßen. Und denk an das Gewinnspiel. Alle, die heute noch abonnieren und hier unten uns ein kleines Herzchen lassen oder einen Kommentar da lassen, können hier, wir verlosen das Buch, dreimal unsere Familienküche gewinnen. Also macht ordentlich mit und ballert den Chat da unten zu. Ich würde sagen, wir stoßen an und zwar mit dem perfekten Sommerlikör. Der ist einfach nur so mega lecker. Der Kameramann kriegt natürlich auch einen. Prost auf die 75.000. Prost. Mit dir stoße ich natürlich auch an. Und natürlich lasse ich hier noch Konfetti für dich regnen oder für uns alle hier. Und ich würde sagen, auf die 100.000. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Und mach den unbedingt nach. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Und vergiss nicht, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu drücken. Ciao.